Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen XXXXL-DM-Haul für euch. Und zwar habe ich eine Instagram-Umfrage gestartet mit der Frage, ob ich euch ein YouTube-Video dazu machen soll. Und die war sehr, sehr eindeutig, diese Umfrage. Das drehe ich sehr, sehr gerne für euch ab. Ich würde euch aber raten, einmal ganz kurz auf Pause zu drücken, denn es ist einiges geworden. Holt euch was zu trinken, macht es euch gemütlich. Nehmt vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit. So mache ich es immer, nur mal so als kleinen Tipp. Ich ärgere mich nämlich jedes Mal, wenn ich dann bei DM bin und nicht mehr weiß, was mich da so brennend interessiert hat und womit ich inspiriert wurde, und deshalb habe ich mir das jetzt angewöhnt. Zettel, Stift, schreibe mir alles auf und dann stehe ich bei DM und bin ganz stolz, dass ich da noch weiß, was ich da gesehen habe. Denn natürlich werde auch ich geinfluenced, ne? Logischerweise. Also ich bin nicht nur Creator, sondern ich bin auch Zuschauer. Okay, also wir starten durch als Inspiration für euch. Ganz viel Beauty, ganz viel Balea. Ganz viel für den Haushalt. Ich habe tatsächlich überlegt, zwei Teile draus zu machen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen im Laufe des Videos, denn das ist schon mal ganz schön viel. Und ich möchte ja auch nicht, dass das Video extrem lang wird. Aber hey, wir starten durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Okay, also ein Produkt von Dove hat mich total angesprochen, obwohl ich ein Peeling für den Körper, für unter die Dusche habe, das ich eigentlich aufbrauchen möchte, musste ich das mitnehmen. Und zwar Dove Creme Dusch Peeling Macadamia Reismilch. Es hat diesen typischen Dove-Geruch. 3,75 Euro habe ich dafür bezahlt. Und oh mein Gott, ihr müsst da unbedingt mal dran riechen. Ich freue mich da riesig, wenn ich das dann jetzt verwende. Ich bin sehr gespannt, werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Mega, mega, mega cool. Ich freue mich. Dann habe ich für den Liam einen Sonnenschutz mitgenommen. 50 plus von Nivea. Knapp 5 Euro habe ich dafür bezahlt. Das ist eigentlich ganz angenehm, weil das eben zum Rollen ist. Und dann kann man das schön auftragen. Also besser auf jeden Fall bei so einem kleinen Kind. Und deshalb habe ich jetzt schon zum zweiten Mal eben das hier. Dann machen wir weiter mit Balea-Produkte. Also da haben mich tatsächlich einige angesprochen. Zum einen dieses Micellen-Reinigungswasser. Ich verwende ja eigentlich das von Garnier, wobei ich sagen muss, dass ich mir das schon lange nicht mehr nachgekauft habe, weil ich die ganze Zeit Dalton-Produkte in Verwendung habe. Die sind jetzt aber aufgebraucht. Und das Garnier Micellenwasser, das ist ja mit diesen zwei Phasen, kostet allerdings auch knapp 5 Euro. Und das hat jetzt gekostet 2,35 Euro. Und das sieht so aus. Ja, hat mich wie gesagt angesprochen. Ich bin sehr gespannt. Hier steht mit Orangenblütenwasser für trockene und sensible Haut. Bin ich, wie gesagt, sehr gespannt. Werde auch hier nochmal was drüber berichten. Ich habe da noch eine wunderschöne Lidschattenpalette von L'Oréal entdeckt. Die hat es mir total angetan. Letztendlich habe ich mich dann leider dagegen entschieden, weil ich wirklich einige Paletten habe. Aber jetzt habe ich es natürlich bereut. Wer kennt's? Der Alessandro hat mir übrigens geholfen beim Swatchen, weil das mit einer Hand nicht ging. Dann habe ich unspektakulär Ebeline Maxi Pads mitgenommen, allerdings nicht fürs Gesicht. Da habe ich ja die, die man waschen kann. Das ist natürlich zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt ganz vorne mit dabei, diese Pads. Und deshalb verwende ich die auch. Die hier verwende ich nur für Fuß- und Fingernägel, um das Ganze abzumachen. Ich hatte nämlich die Tage Servietten verwendet. Ich hatte keine mehr und es gibt die größte Sauerei, macht das nicht. Also das hat mich auch total geärgert. Und deshalb habe ich mir die nachgekauft. Dann machen wir weiter mit Balea-Produkten. Und zwar hat mich dieses hier total angesprochen. Balea Verwöhnbad Sensitiv Relax. Oh mein Gott, das ist eine limitierte Edition. Allein diese Flasche hier. Wie schön sieht es bitte aus? Dann mit Sicherheit auch im Bad. Ich bin sehr gespannt, wie das dann erstens mal riecht und wie ich mich danach fühle. Geruch ist schon mal sehr, sehr gut. Freue ich mich drauf. Dann habe ich hier Hygienetücher, Hygienereinigungstücher von Balea mitgenommen für die Handtasche. Die habe ich tatsächlich immer dabei. Die hatte ich auch schon vor Corona immer in meiner Handtasche, denn mit kleinem Kind ist es auch wichtig. Und auch diese Desinfektionstücher, die kaufe ich immer von Babylove. Hier habe ich einen schon raus. Der Liam war nämlich dabei und nach dem Einkaufen werden dann immer die Finger damit sauber gemacht. Dann habe ich noch diese feuchte Waschlappen hier mitgenommen. Die sind halt auch ideal von der Größe. Die passen dann schön in die Handtasche mit rein. Und ja, wenn mal irgendwie ein Malheur passiert oder wenn irgendwie zwischendurch irgendwas ist, dann hat man auf jeden Fall sowas und kann das Kind dann
damit sauber machen. Dann habe ich von Balea dieses Wasserspray hier mitgenommen. Das wollte der Alessandro. Heute ist es nämlich tatsächlich auch ultra heiß. Mein Make-up ist tatsächlich auch komplett zerflossen. Wir haben es ja auch schon 8 Uhr, also relativ spät. Make-up ist nicht mehr da. Wir haben auch schon kräftig gesprüht, deshalb wundert euch nicht. Da empfehle ich euch, das Ganze einfach in den Kühlschrank zu packen und wenn ihr dann rausgeht, euch damit schön einzusprühen auf den Körper. Das ist so, so angenehm. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich einfach unspektakulär diese 3D White Zahnpasta mitgenommen von Blender Med. Zahnbürsten müssen natürlich auch immer wieder erneuert werden, ganz klar. Und diese Interdentalbürstchen, also für die Zahnzwischenräume, die kaufe ich ja auch immer. Da gibt es verschiedene Größen, da müsst ihr einfach drauf achten. Das steht dann hier droben, ja genau, hier oben. Also das ist jetzt die Größe 2. Hier steht es immer, sind 32 Stück enthalten. Sehr fein steht hier. Ja gut, ich habe ja auch den Retainer und da ist es immer ein bisschen schwierig. Also da kann ich nicht so große Bürstchen verwenden. Dann habe ich mir hier von Balea dieses Hygienegel mal mitgenommen. Das kannte ich noch nicht. Das ist scheinbar neu im Sortiment. Ich weiß es nicht. Also ich habe es zumindest noch nie gesehen. Hier steht antibakteriell, Anwendung ohne Wasser und Seife. Ja, gut, es ist so ein normales Gel. Habe ich eigentlich in diesem kleinen Fläschchen. Aber wollte ich jetzt mal ausprobieren. Dann, bevor wir hier zu Beauty kommen, machen wir jetzt einfach mal hier weiter mit einem weiteren Balea-Produkt. Milde Seife, antibakteriell. Sanfte Reinigung, Schutz der Haut. Ja, so einfach fürs Bad habe ich jetzt mal mitgenommen. Unten im Kinderbad war die Seife nämlich leer. Und dann habe ich das gesehen, hat mich angesprochen, habe ich gekauft. So einfach ist das. Machen wir weiter mit Balea-Produkten. Es sind tatsächlich einige, ne? Nein, ich werde leider nicht gesponsert von Balea und auch nicht von DM. Habe ich alles selbst bezahlt. Hier ist der Kassenzettel. Also, Balea Soft Oil Balsam. Das fand ich sehr interessant, deswegen habe ich es mitgenommen. Bestes Produkt des Jahres 2019, 2020 für sehr trockene Haut. Und da kommt gerade die Bella. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Also, ich bin gespannt. Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und auch hier werde ich euch natürlich mein Fazit sagen, ob es schnell einzieht, wie sich das Ganze verhält, ob man dann erstmal ewig im Bad steht, weil das Ganze nicht einzieht. Ich meine, Balea Produkte sind ja relativ günstig, aber günstig heißt ja nicht, dass sie nicht gut sind, die Produkte. Also es gibt einige Balea-Produkte, die ich richtig feiere, die ich richtig gut finde. Und wir werden sehen, ob das jetzt demnächst auch dazu gehört. Ja, dann habe ich hier aus einer limitierten Edition dieses hier mitgenommen. Das habe ich tatsächlich in einem Video gesehen, habe ich mir aufgeschrieben und habe es dann auch gekauft. Hier Shimmer Lotion, Copacabana, jawohl, für jede Haut, pflegt und verwöhnt. Und ich hatte den Tester hier aufgetragen und während der Fahrt habe ich das Lenkrad so rum, dann habe ich das voll gerochen. Das hat mich sehr gewundert. Also so viel zum Thema günstig, ist nicht gut, bla bla. Also der Geruch ist schon intensiv und er war dann nach einer Weile auch noch da. Ja, und es schimmert. Also richtig schön jetzt gerade für den Sommer, wenn die Haut gebräunt ist, wenn wir rausgehen und Kleidchen anhaben, kurze T-Shirts. Und unsere Beine zeigen im besten Fall, ne, wenn das Wetter passt, dann haben wir schöne, schimmernde Effekte auf der Haut. Hoffentlich mit diesem Produkt. Ich bin gespannt. Dann habe ich das mitgenommen von Balea, eine Bodylotion Magic Summer. Das sieht so aus, das Produkt. Und das habe ich tatsächlich auch ausprobiert. Da war auch wieder ein Tester. So, dass es, ups. So, meine Lieben, und da war die Kamera aus. Ja, super vorbereitet, ne? Mit wenig Akku in ein YouTube-Video zu starten, ist sehr sinnvoll, nämlich gar nicht. Also, wir machen weiter hier mit dieser Bodylotion von Balea. Magic Summer nennt die sich und die hat mich auch sehr angesprochen, wobei ich sagen muss, dass die weiß ist, also wenn sie rauskommt. Und hier steht aber drauf, dass sie einen leichten Bräunungseffekt zaubern soll. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja mein liebstes Selbstbräunungsprodukt schon gefunden, das ich tatsächlich auch immer in irgendeine Bodylotion mische, die ich eben gerade da habe und aufbrauchen möchte. Aber ich werde es vielleicht mal für ein paar Tage weglassen und mal schauen, was das bringt. Ich erhoffe mir mal nicht zu viel, aber wie gesagt, es hat mich angesprochen. Dann habe ich für die Jungs von Playboy dieses Showergel und Shampoo, also 2-in-1-Produkt von Playboy eben VIP mitgenommen. Das riecht sehr, sehr gut und ja, da freuen sich die Jungs, ne, wenn da Playboy draufsteht.
Alles klar. Dann habe ich hier noch diesen Insektenschutz mitgenommen. Und zwar von dieser, was ist das für eine Marke? DM-Eigenmarke? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir in letzter Zeit öfters in einem Tierpark gewesen. Ultra süß, da sind ganz viele Rehe und Wildschweine und der Liam hat den Spaß seines Lebens. Jedenfalls sind da ganz viele Insekten und Fliegen und deswegen wollte ich das damit einfach mal probieren. Ich weiß es nicht, ob es was bringen wird. Was sind das hier für Kinder? Wir machen mal mit ein paar Produkten weiter, die ich auch in YouTube-Videos gesehen habe. So viel zum Thema von vorhin. Und ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren. Diese drei Präparate, sage ich jetzt mal so, hatte ich euch in einem Vlog gezeigt. So sieht das Ganze aus. Einmal für meinen Eisenmangel. Da habe ich auch schon ein paar genommen. Diese hier. Wobei ich sagen muss, ob sich jetzt mein Eisenwert verbessert hat, kann ich euch natürlich nicht sagen. Dazu müsste ich Blut abnehmen. Ich nehme ja auch verschiedene Sachen. Also Säfte, Ernährung, logischerweise, da bin ich ja sowieso immer voll mit am Start. Wobei ich da geschaut habe, dass ich einfach noch ein paar andere Sachen mit dazu nehme, wie zum Beispiel Studentenfutter, also verschiedene Nüsse. Die sollen auch ganz gut sein. Deshalb habe ich mir zum Beispiel auch diese Mandeln hier gekauft. Habe da auch schon fleißig gefuttert. Die habe ich einfach im Auto vorne drin liegen und dann nasche ich immer zwischendurch. Soll auch ganz gut sein, wenn man Eisenmangel hat, eben Nüsse zu sich zu nehmen. Aber wie gesagt, letztendlich weiß ich nur, ob das was gebracht hat, wenn ich mir wieder Blut abnehmen lasse. Dann habe ich mir noch diese hier, die Energie B12 Tabletten, sage ich jetzt mal so, mitgenommen. Warum habe ich hier zwei verschiedene angerissen? Ich weiß es nicht. Also die habe ich bisher genommen. Das sind so ganz kleine Tabletten. Die lösen sich so auf der Zunge auf. Erdbeergeschmack. Vitamin D3. Die hier habe ich eben auch genommen. Wobei ich sagen muss, ich bin ja auch nicht so der Pro. Also da habe ich jetzt bisher die genommen. Ich denke, dass ich das einfach eine längere Zeit nehmen muss, um dann zu sehen, ob das was gebracht hat. Aber heute habe ich mir tatsächlich noch diese hier mitgenommen, diese Folsäure 800. Und zwar stand dann jetzt hier hinten drauf für Schwangere, Stillende, Vegetarier und ältere Menschen. Also bis auf die ältere Person trifft alles auf mich zu. Schwanger? Oh. Nee. Nein, um Gottes Willen. Schwanger? Nein. Okay, das streichen wir auch durch. Also Stillend und Vegetarier. Okay, es ist schon spät am Abend. Also, das habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Und ansonsten habe ich für meinen Mann noch diese vegane Aioli mitgenommen. Das sieht jetzt so aus. Und ich muss sagen, dass ich mir bei DM einige Aufstriche schon mitgenommen habe. Und wir die jetzt einfach mal so durchprobieren. Wobei man sowas ja auch selbst schnell zubereiten kann. Dann habe ich hier wieder von Barista Haferdrink mit Soja mitgenommen. Einige Packungen habe ich davon gekauft. Ich habe jetzt nur mal stellvertretend eine für euch mit hierher geholt. Damit ihr das mal seht, kaufe ich immer wieder. Ja, ist okay. Dann für den Liam hier für zwischendurch Pizzastangen. Hat er natürlich auch schon gefuttert im Auto. Wie es immer so ist, ne? Es hieß ja eigentlich, im Auto darf nichts gegessen werden. Naja. Lang hat es nicht gehalten, würde ich sagen. Was haben wir noch? Hier eine Cremesuppe, rote Linsen, Aprikose, Kokos. Fand ich ganz ansprechend. Ist auch vegan, wenn es mal schnell gehen muss für meinen Mann, damit ich ihm einfach ganz schnell was zubereiten kann. Denn mit dieser veganen Küche, ich habe es euch auch schon in einem Vlog erzählt, es ist, ja, wie es ist. Ich verwende halt nun mal gern Sahne und Käse. Also als Vegetarier, wenn man mir jetzt auch noch den Käse nimmt, dann finde ich das ein bisschen schwierig. Da gibt es natürlich auch Alternativen, aber ich muss mich da noch so ein bisschen reinfinden. Dann habe ich diesen Tee hier nachgekauft. Den kaufe ich tatsächlich immer, wenn er leer ist. Denn ich finde den ultra gut, wenn ich merke, dass ich, ja, wie so, also jetzt vor ein paar Tagen hatte ich gemerkt, dass ich wie so einen leichten Husten bekomme in der Nacht. Und wenn man jetzt rausgeht und hustet, dann ist es nicht so geil, weil dann wirst du gleich angeguckt und oh mein Gott, hat sie Corona. Also es ist echt so, auch wenn man niesen muss. Und ja, naja, ganz egal. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nicht, dass ich irgendwie Husten bekomme und der hat mir bisher ganz, ganz toll geholfen. Von innen wird mein Körper dann so warm,
bleibt nicht aus, wenn man Tee trinkt, ne? Aber das habe ich wirklich nur bei dem, so extrem. Reizhustentee, Arzneitee steht hier, beruhigt die Schleimhäute der oberen Atemwege. Ja, Wirkstoff Spitzwegerichblätter. Kennt ihr diesen Spitzwegerichsaft von DM? Den habe ich tatsächlich meinem Papa immer gekauft, wenn er starken Husten hatte. Der schmeckt zwar richtig eklig, der ist richtig dickflüssig, aber der ist, das ist der Wahnsinn, das Produkt. Also das ist ein Wundermittel, meiner Meinung nach. Und der kostet nur 1,95. Richtig krass, dieser Saft. Ja, da hat mein Papa immer drauf geschworen. Jo. So, dann machen wir weiter. Das habe ich euch gezeigt, oder? Hatte ich euch jetzt die Mandeln gezeigt, die ich im Auto habe? Ich glaube schon. Jetzt machen wir aber weiter mit Beauty und ich habe schon gemerkt, ich glaube, dass es doch zwei Teile werden. Also jetzt machen wir weiter mit Beauty und Haushalt machen wir dann in einem separaten Video. Und zwar hatte ich euch in einem Aufgebraucht-Video erzählt, dass ich auf Mascara aus dem Hause L'Oréal warte. Da hatte ich nämlich eine E-Mail bekommen, dass es bald was Neues gibt und ja, jetzt habe ich sie. Und zwar einmal einen Primer hier, Lash Paradise Primer, Zungenbrecher des Grauens. Und dann hier einmal die Lash Paradise in Intense Black und einmal in Normal Black. Ja, genau. So sehen die aus. Richtig, richtig schönes Packaging hier in diesem Rose Gold. Sehr, sehr hochwertig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Primer finde ich generell richtig toll. Ich liebe ja die False Lash Superstar Mascara von L'Oréal und ich finde es eigentlich auch besser, wenn zwei Produkte in einem sind. So hast du dann halt immer die und schleppst die mit, wenn du jetzt irgendwie irgendwo hinfährst, in den Urlaub im besten Fall. Ja, dank Corona eher nicht. Jedenfalls, ja, werde ich das testen und werde euch auch da auf dem Laufenden halten. So wie mit allem, ne? Also, wenn ich dann aufgebraucht Videos mache, hört ihr ja dann auch meine Meinung, beziehungsweise ihr seht ja dann, ob ich es mir nachkaufe oder nicht. Dann gibt es was Neues, was BB-Cream betrifft, und zwar diese hier, Skin Paradise. Also ich finde ja das Packaging so ultra schön, ne? Das ist so hochwertig, da müsst ihr mal drüber gehen. Das sind wie so Tropfen, die hier so mit drauf sind. Und auch dieses Rose Gold, wie gesagt, richtig, richtig schön. Da habe ich jetzt drei verschiedene Nuancen und ich habe meinen Farbton tatsächlich auch schon ausprobiert. Und es ist sehr leicht im Auftrag, wie eine BB-Cream eben ist. Es ist sehr leicht, also das heißt, ihr habt jetzt nicht unbedingt das volle Coverage-Make-up, sondern ihr habt ein ganz, ganz leichtes jetzt eben für den Sommer, ne, wenn ihr da nicht voll bepinselt rausgehen wollt. Es riecht richtig gut, fand ich gut. Ich habe es bisher nur zweimal verwendet und kann mir daher auch jetzt kein super krasses Feedback erlauben. Oder eine Review dazu abgeben, ne? Kann ich aber sehr gerne noch tun. Aber, was ich richtig genial finde, den habe ich mir allerdings schon vor einigen Wochen gekauft. Naja, einigen Wochen ist übertrieben, vielleicht 4 Wochen. Und zwar einen neuen Augenbrauenstift. Den ich immer gekauft habe von L'Oréal, der ist so breit vorne, dass es echt schwierig ist, so kleine Härchen zu zeichnen. Und der hier, der ist so fein. Oh mein Gott, der ist schon fast leer, glaube ich, oder? Nee, es ist noch ein bisschen was drin, ne? Also die Spitze, ich hoffe, dass ihr es erkennen könnt, ist so, 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 so schmal, dass es wirklich sehr, sehr schön vom Auftrag her ist. Hier hinten habt ihr dann nochmal so ein Bürstchen, ist ja meistens mit dabei. Da fehlt jetzt gerade die Kappe, hat der Liam wahrscheinlich irgendwie einen Mangel gehabt. Jedenfalls richtig, richtig klasse. Und zwar steht hier Skinny Definer Brow Artist. Genau, und der andere hieß auch Brow Artist, ne? Ja, aber wie gesagt, war mir zu breit, kaufe ich nicht mehr nach. Ich kaufe definitiv jetzt nur noch den nach. Was habe ich dafür bezahlt damals? 8 Euro, 7,95. So, um den Dreh. Dann habe ich einen neuen Eyeliner gebraucht, denn meine zwei Kajalstifte sind schon so oft runtergefallen. Deswegen hier der Spitzer. Ich habe die Spitzer, ja, genau, Spitzer doch. Das heißt Spitzer. Ich habe die immer hier so drinne. Und ja, die sind leider, wie gesagt, ganz oft runtergefallen und ich bekomme keine Spitze hin. Und das ist dann total blöd vom Auftrag. Der wird dann immer total breit und nervt mich. Und ja, ich werde jetzt natürlich versuchen, die noch irgendwie aufzubrauchen. Ist ja auch schade, wenn ich die wegtue. Einmal hier von P2 und einmal von Revlon. Aber der musste jetzt mal mit. Den hatte ich nämlich tatsächlich schon mal, diese Eyeliner-Dingens hier,
Pure Black. Hier ist so ein kleines Glastiegelchen und ihr habt da dann noch so einen Pinsel dabei und ihr könnt es halt so ganz genau dosieren. Problem bei diesen Produkten ist immer, finde ich, dass sie dann austrocknen. Und ja, das ist natürlich auch hardcore nervt. Aber ja, das musste jetzt mit, weil ich die letzten Male ultra zufrieden damit war. Und das irgendwie an manchen Tagen echt nicht mehr leiden kann. So, genau, macht mich leicht aggressiv. Kann ich nur an guten Tagen verwenden, wenn ich gut gelaunt bin. Dann machen wir weiter mit einem Produkt. Oh mein Gott, ich hatte es euch in einem Aufgebraucht-Video erzählt. Der Wahnsinn. Ich bin so froh, dass es nicht aus dem Sortiment ist, denn ich hatte das in meiner Schublade wieder gefunden sozusagen. Ich hatte noch zwei und das ist so krass. Das ist wie ein Porenverfeinerer. Die kleinen Fältchen, die verschwinden. Es ist alles ebenmäßig und für den Preis. Es ist auch noch mit Hyaluronsäure, Vitamin E und zwar ist es eben für die, ja hier steht es, reduziert Fältchen, Glanz und Poren. Mega, mega krass, ihr habt wirklich einen Soforteffekt. Was kostet das? 1,25 meine ich. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Der absolute Shit. Dann wollte ich das hier mal ausprobieren von Balea, Augentuchmaske, habe ich mir noch nie gekauft. Könnt ihr mir gerne mal Feedback geben, falls ihr das schon getestet habt. Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt hier für die Augenpartie. Das ist ja Problemzone, ne? Nummer 1 an erster Stelle. Ich schlafe wenig, hier die Fältchen und deswegen die große Brille. Ja, ich bin sehr gespannt. Was das bewirkt, ich hatte noch Lippenstifte von L'Oreal, genau. Die kann ich euch jetzt mal einblenden, die habe ich drüben. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Farben, allerdings sind sie matt. Und ich bin ja nicht so der große Fan von matten Lippenstiften. Ich finde, es trocknet immer so ein bisschen ein und das Gefühl mag ich nicht so sehr. Aber das Packaging ist richtig schön und die Farben sind so, so ultra, ultra schön. Und die verwende ich an Tagen, an denen ich auch gut gelaunt bin und sowas dann ertragen kann, in Anführungsstrichen. Also ist übertrieben gesprochen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch wieder diesen Lipgloss hier, ne? Weil ich den fürs Video drauf gepinselt habe. Ja, ich mag eher so diese Glosse. Aber wie gesagt, die werde ich definitiv auch verwenden. All night long. Ja, meine Lieben, das war es jetzt erstmal soweit von meinem XXL DM Haul. Vielleicht war ja eine Kleinigkeit für euch dabei, vielleicht hat euch was interessiert. Ich konnte euch ein bisschen inspirieren oder ich konnte euch unterhalten. Da freue ich mich natürlich sehr. Und jetzt drehe ich euch noch meinen Haushalts-DM Haul ab mit ein paar Produkten, die mir sehr weitergeholfen haben. Ja, ich hatte nämlich einige Flecken auf Liams Oberteilen und die habe ich tatsächlich mit diesen Produkten wegbekommen. Da bin ich sehr stolz auf mich. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einen Fleck rausbekommt, dann seid ihr der King zu Hause? Ja, nein, absolut nicht, denn es interessiert hier die Männer gar nicht. Egal, also ich wünsche euch jetzt nur das Beste. Ich freue mich, dass ihr bis hier zugeschaut habt und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!